Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im NSU-Prozess fordert die Bundesanwaltschaft die Höchststrafe für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung wegen besonderer Schwere der Schuld. Zschäpe werden zehnfacher Mord und weitere Straftaten vorgeworfen. Nach Überzeugung der Anklage ist sie strafrechtlich voll verantwortlich. Sie habe alles gewusst, mitgetragen und mitgesteuert. 8 Tage benötigten die Bundesanwälte für ihr Plädoyer. Heute brachten sie ihre Anklage auf den Punkt. Beate Zschäpe sei schwerer Kapitalverbrechen gegen Leib, Leben und Eigentum anderer schuldig. Ihre Finger aber habe sie sich nicht schmutzig gemacht. Ich meine, dass klar geworden ist, dass es sich bei der Angeklagten tatsächlich um einen eiskalt kalkulierenden Menschen handelt, dem vor allen Dingen, und darauf kommt es an, Menschenleben zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen und ideologischen Ziele, für die keine Rolle spielen. Für die Bundesanwaltschaft ist die 42-jährige Mittäterin an den 10 Morden, den Sprengstoffanschlägen und den Raubüberfällen des NSU. Das geforderte Strafmaß lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen der besonderen Schwere der Schuld. Die ist für mich eine überzeugte Nationalsozialistin, die aus ideologischen Gründen Menschen mit ermordet hat, mit daran schuld ist. Und genauso, da sind wir uns ausnahmsweise mal einig, sieht es auch der Generalbundesanwalt. Genugtuung über das geforderte Strafmaß empfindet Yvonne Bulgarides. Die Witwe des 7. Opfers der NSU-Mordserie verfolgt seit mehr als 4 Jahren den Prozess. Heute beobachtete sie auch Zschäpes Reaktion auf die Bundesanwälte. Die Gesichtsmuskulatur ist ein wenig erschlafft. Ich denke schon, dass sie unangenehm überrascht war über das geforderte Strafmaß. Für den Mitangeklagten Ralf Wohlleben fordert die Anklage 12 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord. Er soll die Waffe beschafft haben, mit der der NSU 9 Menschen tötete. Im Fall des Angeklagten André E. beantragten die Bundesanwälte eine ebenfalls 12-jährige Haftstrafe, unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord. E., bisher in Freiheit, wurde heute auf Anordnung des Gerichts ins Gefängnis gebracht. Ein Haftbefehl wird geprüft wegen möglicher Fluchtgefahr. Alle wichtigen Fragen zu den Strafanträgen der Bundesanwaltschaft beantworten wir auch in unserer App. Etwa, welche Folgen es für Beate Zschäpe hätte, sollte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld feststellen. Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hat heute mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Grund war nach Unternehmensangaben eine außergewöhnlich hohe Zahl von spontanen Krankmeldungen der Piloten. Das Management kritisierte, Teile der Belegschaft gefährdeten damit den Erfolg der Verhandlungen mit Investoren. Konzernchef Winkelmann sprach von einem Spiel mit dem Feuer. Von den Flugausfällen waren rund 12.000 Passagiere betroffen. Lange Schlangen an den Service-Schaltern und wütende Kunden. Etwa 100 Flüge muss Air Berlin heute streichen, weil sich 200 Piloten kurzfristig krank gemeldet haben. Das Image der Airline ist bei ihren Kunden im Keller. Das ist inakzeptabel, völlig inakzeptabel, hier dann einfach rumgeschubst zu werden. Geht so gar nicht. Ich würde es ein bisschen Resignation nennen. Ich bin natürlich sehr verärgert. Am liebsten möchte ich mein ganzes Geld zurückhaben und nach Hause fahren. Die kollektive Krankmeldung wird als Kampfansage an die Geschäftsführung gewertet. Es soll wohl erreicht werden, dass auch die Piloten der Langstrecke mit ihren hohen Gehältern nach einer Übernahme weiter beschäftigt werden. Unabhängige Luftfahrtexperten halten das aber für eine Illusion. Tarifverträge, Gehälter aus dem vorigen Jahrzehnt sind in einem Umfeld, wie wir es heute haben, in dem Low-Cost nicht die Ausnahme ist, sondern der Normalfall, überhaupt nicht mehr zu finanzieren. Das sieht die Pilotengewerkschaft Cockpit anders, kritisiert aber die spontane Aktion der Kollegen. Wir fordern die Angestellten dazu auf, den aktuellen Flugbetrieb sicherzustellen. Air Berlin äußert sich heute nur schriftlich und warnt, wenn sich die Situation nicht kurzfristig ändert, werden wir den Betrieb und damit jegliche Sanierungsbemühungen einstellen müssen. Denn verunsicherte Kunden würden Air Berlin meiden, deren Geld dann für eine Sanierung fehlen würde. Der CDU-Politiker Heiner Geißler ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren im pfälzischen Gleisweiler. Parteiübergreifend würdigten Politiker Geißler als streitbaren Geist, Modernisierer und Vermittler.
Seine Laufbahn begann in Rheinland-Pfalz. Anschließend wurde er CDU-Generalsekretär, später Familienminister. Auch nach seiner Zeit in der aktiven Politik engagierte er sich unter anderem im Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21. Wer viel gestritten hat, weiß auch, wie er bei Streit am besten vermitteln kann. Und so wird Heiner Geißler noch mit 80 Jahren zum Schlichter im Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21. Allerdings ohne Altersmilde. Mir reicht's bald, denn so können wir nicht weitermachen. Ich würde mal sagen, reißen Sie sich zusammen. Das versteht außer den Fachleuten kein Mensch. Geißlers politische Karriere beginnt 1967, als Helmut Kohl den jungen Bundestagsabgeordneten zum rheinland-pfälzischen Sozialminister macht. 10 Jahre später wird Geißler CDU-Generalsekretär und als Kohl Kanzler wird auch Bundesgesundheits- und Familienminister. Geißler handelt als Modernisierer, führt Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ein. Sein Markenzeichen als Generalsekretär, messerscharfe Rhetorik, sein Feindbild, die SPD. Eine solche Partei wird, ob sie es will oder nicht, in der geistigen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutschland zu einer fünften Kolonne der anderen Seite. Doch Geißler attackiert auch die Friedensbewegung. Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. 1989 allerdings wird Geißler entmachtet. Er und Kohl hatten sich überworfen. Ein Putschversuch gegen den Kanzler war gescheitert. Im Zuge der CDU-Spendenaffäre machte Geißler wieder von sich reden, mit heftiger Kritik an Kohl, den er für die schwarzen Kassen verantwortlich machte. Heiner Geißler war einer der markantesten Köpfe unserer Partei. Intellektuell herausragend, rhetorisch brillant, streitbar, selbstbewusst und immer den Menschen zugewandt. Auch deshalb wurde Geißlers Haltung zunehmend kapitalismuskritisch und er trat 2007 in das Netzwerk Attac ein. Die Rolle des streitbaren Unbequemen, die pflegte Heiner Geißler bis zuletzt. Anlässlich des Todes von Heiner Geißler sendet das Erste um 23.45 Uhr einen Film über die wechselvolle politische Beziehung zwischen Geißler und Helmut Kohl. Titel: Der Kanzler und der Rebell. In Deutschland entscheiden sich besonders viele junge Menschen für ein Studium in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Laut einer OECD-Studie lag der Anteil der Hochschulabsolventen 2015 bei 37% und damit so hoch wie in keinem anderen Industriestaat. Bundesbildungsministerin Banker sprach von einer guten Nachricht für das Hightech-Land Deutschland. Dagegen hinkt Deutschland laut OECD bei den Bildungsausgaben hinterher, ebenso bei der sozialen Durchlässigkeit. Nur 14% der Absolventen kamen nicht aus Akademikerfamilien. Offen und vertrauensvoll nannte Bundespräsident Steinmeier die Gespräche mit seinem Amtskollegen Seemann heute in Prag. Doch beide Politiker bekräftigten ihre kontroversen Positionen. Der tschechische Präsident lehnt weiter ab, die von der EU beschlossene Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen. Steinmeier pocht dagegen auf die Verbindlichkeit eines entsprechenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Rechtsstaatlichkeit gehöre zu den Grundwerten der EU. Das NATO-Mitglied Türkei kauft ein Raketenabwehrsystem von Russland und irritiert damit seine Bündnispartner. Medienberichten zufolge soll der Rüstungshandel einen Umfang von mehr als 2 Milliarden Euro haben. Die USA warnten, die russische Technologie könne Probleme bei der militärischen Zusammenarbeit innerhalb der Allianz bereiten. Laut NATO nutzt derzeit kein anderes Mitgliedsland das russische System. Der türkische Präsident Erdogan sagte der Zeitung Hürriyet, sein Land entscheide selbst, womit es sich verteidige. Nach dem jüngsten Atomtest durch Nordkorea hat der UN-Sicherheitsrat neue Sanktionen verhängt. Unter anderem darf das kommunistische Land nur noch eine bestimmte Menge an Erdölprodukten einführen. Die USA wollten ursprünglich ein vollständiges Verbot von Ölimporten durchsetzen. Aber das ging China und Russland zu weit. US-Präsident Trump bezeichnete die Sanktionen nur als kleinen Schritt. Nordkorea reagierte auf den Beschluss des Sicherheitsrates mit neuen Drohungen. Ein Signal der Geschlossenheit in New York. Die Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea werden noch einmal verschärft. Das beschloss der UN-Sicherheitsrat einstimmig als Reaktion auf den jüngsten Nukleartest Nordkoreas.
Uns macht es keine Freude, die Sanktionen zu verschärfen. Wir wollen keinen Krieg. Noch ist Zeit zur Umkehr für das Regime von Nordkorea, wenn es bereit ist, sein nukleares Programm zu stoppen. Nordkorea darf in Zukunft keine Textilien mehr ins Ausland verkaufen. Außerdem wird dem Land untersagt, Leiharbeiter ins Ausland zu schicken. Nach Angaben der USA werden dem Regime so Deviseneinnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar entzogen. In Genf drohte heute Nordkoreas UN-Botschafter. Da das Regime in Washington weiterhin seine üble Absicht umsetzt, unser Land zu strangulieren, werden wir sicherstellen, dass die USA dafür einen angemessenen Preis bezahlen. Um die Zustimmung der Vetomächte Russland und Chinas für die Resolution zu gewinnen, hatten die USA auf ihre ursprüngliche Forderung eines Ölboykotts weitgehend verzichtet. Wir wollen eine machbare, friedliche Lösung. Wir hoffen, dass die USA akzeptiert haben, dass es nicht um den Kollaps des Regimes gehen kann. Der Sicherheitsrat setzt weiterhin auf eine Verhandlungslösung. In mehreren französischen Städten haben Zehntausende Menschen gegen die geplante Arbeitsmarktreform von Präsident Macron demonstriert. Allein in Paris gingen laut Polizei rund 24.000 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren sprachen von 60.000 Teilnehmern. Der Protest richtet sich unter anderem gegen Lockerungen des Kündigungsschutzes. Am Rande der Demonstration kam es zu Ausschreitungen. Auch in Nantes gab es Zusammenstöße mit der Polizei. In Myanmar geht die systematische Vertreibung der Volksgruppe der Rohingya offenbar unvermindert weiter. Bildmaterial der BBC zeigt brennende Dörfer der staatenlosen Muslimminderheit. Während die Armee behauptet, Rohingya-Rebellen würden dafür verantwortlich sein, sprechen die Vereinten Nationen von ethnischen Säuberungen. Mittlerweile ist die Zahl der nach Bangladesch geflüchteten Rohingya laut UN auf etwa 370.000 gestiegen. Nach dem Durchzug von Hurrikan Irma wird das gesamte Ausmaß der Schäden in der Karibik und im Süden der USA erst langsam sichtbar. Allein auf der Inselgruppe der Florida Keys sind Schätzungen zufolge ein Viertel aller Häuser zerstört. Mittlerweile sind die Hilfs- und Aufräumaktionen angelaufen. Mehrere Millionen Menschen waren in den US-Bundesstaaten Florida und Georgia jedoch weiter ohne Strom. Die schwersten Schäden hat der Sturm in der Karibik angerichtet. Mindestens 40 Menschen kamen ums Leben, davon allein 10 in Kuba. Die deutschen Basketballer um Dennis Schröder sind bei der Europameisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden. Sie unterlagen Titelverteidiger Spanien in Istanbul mit 72 zu 84. Die deutsche Mannschaft startete überaus selbstbewusst gegen Titelverteidiger Spanien. Center Johannes Vogtmann mit dem Ballgewinn und dem Dunking zum 11:2. Doch die Spanier kämpften sich in den zweiten 10 Minuten mit guter Verteidigung heran. Das deutsche Team erzielte über 4 Minuten keine Punkte. Sergio Rodriguez für Spanien per Dreier zur ersten Führung des Favoriten. Doch zur Pause lag Deutschland dank der insgesamt 27 Punkte von Dennis Schröder nur knapp zurück. 33 zu 34. Nach dem Seitenwechsel übernahm Spaniens Center Marc Gasol das Spiel. Der 2,16 Meter Riese traf aus allen Lagen. 12 Punkte in Folge, darunter mehrere Drei-Punkte-Würfe, brachten die Spanier komfortabel in Führung. Marc Gasol erzielte 28 Punkte, holte 10 Rebounds. Die deutsche Mannschaft unterliegt am Ende 72 zu 84 und scheidet damit im Viertelfinale dieser Europameisterschaft aus. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 13. September. Ein Sturmtief und kühle Meeresluft bestimmen unser Wetter. Nur in den Süden gelangt wärmere Luft. Außer an der Nordsee klingen die Schauer heute Nacht ab. Oft ist es klar, später kommt im Nordwesten und Westen Regen auf. Der überquert morgen den Osten, dahinter Auflockerungen, aber vor allem im Norden auch Schauer und kurze Gewitter, sowie verbreitet Sturmböen, an der Nordsee auch Orkanböen. Am Abend setzt von Rheinland-Pfalz her Dauerregen ein. Heute Nacht kühlt es ab auf 13 bis 3 Grad. Morgen in der Eifel 14, im Süden bis zu 22 Grad. Am Donnerstag lässt der Dauerregen im Süden nach. Sonst ist es, wie auch in den folgenden Tagen, wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und kurzen Gewittern.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Bildung in Deutschland, warum trotz vieler Versprechen immer noch nicht alles gut ist, sowie Wasserstoff- und Brennstoffzelle, die vernachlässigte Alternative zur E-Mobilität. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.